Hello und welcome back zu einem neuen Video von mir. Guten Morgen, Mittag oder Abend oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Genau, heute gibt es ein Video, wo ich einen Tag nur nach den Portionsgrößen auf den Verpackungen esse. Und ich bin so gespannt, weil es ja meistens, sage ich schon mal voraus, einfach super wenig ist. Weil die Hersteller ja oft ihre Nährwertangaben einfach positiv beeinflussen wollen. Und klar, wenn du zum Beispiel ein Lebensmittel hast, was extrem viel Kalorien hat, extrem viel Fett hat und Dinge hat, was halt die Gesellschaft als schlecht einstuft, sage ich mal, wenn du da eine kleinere Portion angibst, dann sieht es halt so aus, als hätte es auf die Portion zum Beispiel gar nicht so viel Zucker oder so. Deshalb ist es auch oft so, dass die Portionen einfach kleiner angegeben werden. Ich weiß nicht, viele wussten es auch nicht. Ich wusste es auch lange Zeit nicht, aber ich habe nämlich ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht geschaut, was ich jetzt zum Frühstück esse, weil auf sowas wie Haferflocken stehen, glaube ich, auch, oh doch, steht eine Portion drauf, aber da muss ich ja dann von voll vielen verschiedenen Sachen irgendwie was nehmen. Deshalb dachte ich mir, nehme ich vielleicht eher, boah, ich habe gerade eine richtig gute Idee. Also ich sag's euch so, ich werde jetzt natürlich nicht nur 40 Gramm Haferflocken nehmen, sonst nichts dazu, sondern ich nehme halt von allem die Portionsgröße. Jetzt habe ich hier gerade gesehen, die Portionsgröße von Knusperbroten sind 30 Gramm. Und wie viel ist jetzt 30 Gramm? Das sind 30 Gramm und zwar sind es 4 Knusperbrote. Und dazu nehme ich jetzt was richtig Leckeres, worauf ich richtig, richtig Lust habe. Und zwar vegane Nutella. Und daran seht ihr jetzt auch mal, das sind jetzt 15 Gramm. Vielleicht nehme ich auch noch was anderes dazu. Ich schaue gleich mal. Aber daran seht ihr jetzt einfach auch, dass es okay ist, morgens nichts unfassbar Nährstoffreiches zu essen. Und generell solche Sachen zu essen, Nutella, ist in Ordnung. Also ihr braucht nicht immer High Protein und alles. Das ist fein. Ich überlege jetzt gerade nur, ob ich dazu noch was anderes esse, weil das ist jetzt schon wirklich sehr wenig. Ja gut, ich habe den jetzt auch im Kühlschrank gefunden, und zwar diesen veganen Müller-Milchreis von Müller, obviously, in der Sorte Vanille. Und da steht jetzt auch drauf, eine Portion ist ein Milchreis. Ich zeige euch hier auch nochmal die Portionen, dass ihr das einfach auch immer hier eingeblendet seht. Hier steht 15 Gramm, 30 Gramm, seht ihr ja. Und genau, das mache ich mir jetzt mal. Wow, Leute, es ist wirklich unfassbar belastend. Es hat jetzt einfach nur für die zwei Brote gereicht. Zwei sind jetzt noch so. Ich dippe die jetzt halt auch irgendwo wirklich in meinen Milchreis. Am meisten freue ich mich hier gerade irgendwie drauf, weil das andere irgendwie so trocken ist. Der schmeckt halt immer sehr nach Kokos, um jetzt mal kurz auf den Geschmack einzugehen. Weil er halt auch auf Basis von Kokos ist. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Vanille unten schmeckt. Ich probiere das gerade. Sieht irgendwie so klibberig aus. Also sieht irgendwie auch nicht so geil aus. Ich weiß, warum ich den sonst nie kaufe. Wir haben den nur mitgenommen, weil der im Angebot war. Es schmeckt halt immer so richtig wabbelig. Kommen wir hier mal zu diesen Knusperdingern mit Nutella. Vielleicht sind die umso besser. Aber ich finde es immer wieder krass. 15 Gramm. Da frage ich mich halt, was die Person essen muss, dass es reicht, 15 Gramm drauf zu machen. Weil weder auf dem Toast, auf ein Brötchen, als auch sonst was, reicht für mich. Hier nochmal der Reminder, was letztes Mal jemand geschrieben hat, so, ja, du kannst doch nicht für die Allgemeinheit reden, bloß weil du jetzt findest, dass der Klinikplan viel zu wenig ist. Das ist voll triggernd. Leute, bitte, das, was ich sage, ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Für mich reicht es nicht. Was soll ich sagen? Schmeckt gut, schmeckt nach Nutella. Aber ich finde immer, man braucht auch so richtig, richtig eine fette Schicht. Sonst ist es für mich nicht okay. Übrigens, ich habe mich einfach gestern so dumm, also wirklich, hier übertrieben aufgekratzt, weil ich dachte, dass da ein Pickel wäre. Aber es war einfach gar kein Pickel. Und jetzt habe ich hier einfach so einen fetten roten Fleck. Was lernen wir daraus? Wir machen kein Skinpicking. Da bin ich nämlich echt so ein Kandidat, sowohl an meinen Fingernägeln als auch an meiner Haut. Ich mache da irgendwie immer rum und es ist totaler Quatsch, weil ihr müsst euch denken, dadurch kommen Bakterien in eure Haut, wenn es offen und wund ist. An euren Nägeln sehen die einfach nicht mehr schön aus, wenn diese Nagelhaut ständig blutig ist, und lasst es einfach. Aber jetzt gehe ich auf jeden Fall gleich in die Schule arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt hatte. Ich muss heute in der Schule arbeiten. Davor gehe ich jetzt noch kurz zum Sport. Und dann habe ich tatsächlich nichts mehr. Ich babysitte heute nämlich auch nicht. Und muss dann noch ziemlich viel lernen, weil wir schreiben Freitag wieder eine Klausur. Ich weiß gar nicht, ob ich vor der letzten Klausur, also letzte Woche Freitag, schon ein Video gedreht hatte. Aber Leute,
Ich will es jetzt nicht verschreien, aber ich glaube, die Klausur war ganz gut. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns dann beim Mittagessen ziemlich spät wieder. So, ich bin jetzt gerade von der Arbeit zurück und ihr habt ja gesehen, ich habe so eine Portion gegessen von diesen, sauren Dingern. Vielleicht höre ich jetzt hier mal ein. Und dann stand bei uns Mittagessen, Nachtisch ist eine Portion Obst. Und eine Portion Obst wurde definiert als ein Apfel. Also habe ich da einfach mal noch einen Apfel gegessen. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob das jetzt für euch gecheatet ist oder nicht. Und jetzt habe ich hier einmal eine Portion. Ich habe mir extra, ich sag's euch ehrlich, was gekauft, wo ich finde, dass eine gute Menge eine Portion ist. Und zwar einmal diese Burrito Rice Bowl von, ich hatte die von Lidl. Und da steht, eine Portion sind 250 Gramm und 250 Gramm sind hier auch drin. Also ist das hier einmal so eine Burrito Bowl. Und dann habe ich noch was gefunden. Das hatte ich aber schon hier, also das habe ich hier gefunden. My Wedgie Snack Cup, das ist auch eine Portion. Und das ist so ein Cup. Und dann dachte ich, mache ich mir das einfach und das. Und dann mache ich wahrscheinlich noch ein bisschen irgendwie Aufstrich oder so. Ich schaue gleich mal, wo ich was mit einer Portion finde, da drauf. Aber das mache ich jetzt mal. Heute gibt es irgendwie auch gefühlt nur zusammengewürfelte Sachen. So, ich und mein zusammengewürfeltes Ein-Portionen-Essen. Und zwar habe ich einmal 125 Gramm Joghurt, den Reis, den ich schon gesagt hatte, und hier einmal noch diesen Nudelcup. Sind jetzt ready. Ja, also so ist es für mich schon ein gutes Mittagessen, weil ich mittags immer super viel Hunger habe. Ich probiere jetzt erstmal, glaube ich, die Soße der Nudeln schmeckt lecker. Die müssen noch kurz ziehen. Ist noch nicht durch. Ich probiere hier mal diese Burrito Bowl. Ich glaube direkt mit Joghurt, weil ich liebe so warm und kalt. Finde ich richtig lecker. Was ich persönlich sagen muss, ich finde diese Portionsgrößen totaler Quatsch. Also klar, vielleicht hilft es irgendwie Leuten, sich dran zu orientieren. Wobei ich mir irgendwie denke, warum soll es jemand helfen? Weil Person XY kann genauso schwer sein wie ich, genauso groß sein wie ich. Und trotzdem hat sie eine verschiedene Alltagsaktivität, andere körperliche Zusammensetzungen. Und deshalb ist das so individuell und ich finde es so schwierig, dass ich vor allem Frauen auch oft dieses... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier auch drauf steht. Hier, Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen, 2000 Kalorien steht jetzt hier zum Beispiel drauf. Und es ist halt so ein Quatsch. Es gibt Leute, die nehmen von 1600 schon zu. Und es gibt Leute, die nehmen von 3000 nicht zu und müssen deshalb mehr essen. Und ich finde es einfach so schwierig, dass durch diese 2000er-Grenze irgendwie voll auch, finde ich, in gewisser Weise gestörtes Essverhalten vermittelt wird, weil viele einfach denken, hey, ich kann nur so viel essen, sonst nehme ich zu. Und das ist ja wirklich nicht so. Und ich war auch super lange in diesem Stoffwechsel, in dem er sich einfach angepasst hat. Adaptierter Stoffwechsel. Das heißt, dein Stoffwechsel passt sich an das an, was du eben isst. Und meine Mama zum Beispiel, die ist da auch, die isst einfach super wenig, meiner Meinung nach. Aber ihr Stoffwechsel hat sich da auch angepasst und sie nimmt deshalb jetzt auch nicht mehr ab. Und das ist das, wenn man dann einmal wieder anfängt, wirklich mehr zu essen und auch mal mehr drauf zu achten, dann fällt einem eigentlich auf, dass man auch mit deutlich mehr Essen nicht zunimmt. Und klar, das ist nicht immer so. Wieder der Reminder, es gibt unterschiedliche Faktoren, die das beeinflussen. Leute, die auch zum Beispiel Schilddrüsen über- oder Unterfunktion haben, da ist das natürlich nochmal was ganz anderes, wenn das gesundheitlich bedingt ist. Aber man muss eben sagen, das ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr dieses 2000 Kalorien und du nimmst ab. 2000 Kalorien und du nimmst zu. Ist einfach nicht mehr. Und das esse ich jetzt mal. Es ist nämlich auch schon ultra spät. Es ist einfach 15.08 Uhr, weil ich jetzt gerade noch arbeiten war. Und genau, heute Morgen hat es mir übrigens noch gereicht. Ich habe es noch geschafft zum Sport. Und ja, Yannick hat mir tatsächlich zum Geburtstag als Vorgeburtstagsgeschenk, weil meine Apple Watch gestern, Yannick war die ganze Zeit so, ja, was soll ich dem Dezember zum Geburtstag schenken? Ich so, Schatz, nix. Ich weiß nicht, was ich brauche. Ich brauche nichts, alles gut. Und er so, nein, er sucht was, er hat nichts gefunden, sagt er vor ein paar Tagen so. Brauchst du nicht eine neue Apple Watch? Ich so, nee, meine geht. Die ist zwar schon 4 Jahre alt oder so, aber die geht noch super. Gestern lädt auf einmal meine Apple Watch nicht mehr. Ich war so,
Abends, irgendwann ging es dann wieder, da hatte er die aber dann schon bestellt und jetzt haben wir ausgemacht, dass ich die jetzt trotzdem bekomme, beziehungsweise er wollte das jetzt unbedingt und dass ich die alte dann einfach irgendwie noch eintausche, verkaufe und so. Und ja, da bin ich jetzt voll dankbar und ich bin gerade nach Hause gekommen, wirklich in diesem Moment, als ich selber an der Tür stand, kam Amazon und meinte, ach gut, dass ich sie treffe, ich brauche nämlich so einen Code von ihnen, damit ich das Paket hier abstellen kann. Ich war so, ja. War jetzt richtig der Random Talk, aber vielleicht machen wir später auch noch ein Unboxing. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, esse ich das jetzt mal. Und dann muss ich mal schauen, was es dann später noch so bei mir gibt. Freunde der Sonne, es ist einfach Zeitumstellung gewesen. Und es ist jetzt schon so dunkel, obwohl gerade erst 5:30 ist. Also crazy. Ich glaube, es wird noch dunkler jetzt bald. Aber ich weiß auch gar nicht, hier sieht es eigentlich gerade voll hell aus, aber... Hilfe. So hell ist es gar nicht. Ich musste mal schauen. Ehrlich gesagt, ich habe nicht 100% geguckt, was ich alles jetzt brauche fürs Rezept. Beziehungsweise Rezept, was für Rezept, was alles hier irgendwie Portionsgrößen drauf hat. Und deshalb schaue ich jetzt einfach mal hier gerade alles durch. Hier, Öl. Eine Portion Öl haben wir schon mal. Dann gucke ich mal, ob hier irgendwo noch eine Portionsgröße draufsteht. Vielleicht auf dieser Sahne? Nein, toll. Oh je, Mene. Ich würde sagen, ich schaue jetzt mal und dann, ja. Einmal Garden Gourmet. Da ist eine Portion, wie viel ist eine Portion? Packung enthält 2 Portionen. Wie viel ist denn drin? 100 Gramm eine Portion. Seht ihr hier? Oh, ich blende euch das jetzt einfach immer ein, weil sonst muss ich das ja jetzt hier immer ändern. Hier ist eine Portion 250 Milliliter. Ich muss mal schauen, wie viel man da für einen Milliliter. Ja. Hier von Sonnenblumenöl 10 Milliliter. 200 Gramm. Was ich ja irgendwie voll lost finde, weil sind 500 Gramm drin. Und 200 Gramm Schupfnudeln sind eine Portion. Warum auch immer. Joghurt 125 Gramm. Ja, wie geil das jetzt wird, werden wir gleich sehen. Aber let's go. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the... So sieht das Ganze aus. Und Leute, ich finde es so krass, wie wenig diese Portionsgrößen eigentlich sind. Aber ich finde es auch krass, dass bei richtig viel es einfach gar nicht mehr draufsteht. Was ich super gut finde. Und da kriege ich halt auch das Gefühl, dass die Firmen checken, dass Portionsgrößen einfach schwachsinnig sind. Aber es ist trotzdem bei den Sachen, wo es draufsteht. Leute, also das ist also für mich ist das keine Portion. Also das ist schon wenig. Das sieht jetzt mehr aus, weil die Pfanne mini ist, aber ja. So, Freunde, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich lasse es noch ganz kurz köcheln. Ich schalte jetzt auch mal dein Herd aus. Und dann wird es gleich auch verspeist. Und dann gibt es hier mal einen Taste-Test für euch. So sieht es auf jeden Fall aus. Ihr seht es jetzt hier nochmal ein bisschen besser im Licht. Also sieht auf jeden Fall sehr schmackofatz aus. Mir fehlt gerade ehrlich gesagt mein Stativ. Das ist drüben und ich will gerade nicht rübergehen, weil Janik noch einen Call drüben hat. Und deshalb steht jetzt auf der Heizung. Deshalb sitze ich jetzt auch so random. Ich glaube, ich sitze im Hintergrund im Spiegel auch. Ich sitze so richtig, ja, nevermind, an der Heizung. Aber jetzt würde ich sagen, probieren wir das mal. Ich will jetzt erstmal das Hackfleisch probieren, weil das hatte ich, glaube ich, noch nie. Ha! Ich bin gerade eh voll fasziniert, wie lecker diese Kombination ist aus diesem Joghurt. Schupfnudeln, Joghurt, Gemüsebrühe, Spinat und diesem Hack. Leute, wow. Ich finde es ja manchmal ganz cool, durch solche random Videos kommen immer wieder irgendwelche Sachen. Ja, kommt es mir nur so vor, als wäre die Kamera gerade irgendwie verschwommen oder ist es so? Könnt ihr mir gerne mal sagen, ob ihr das Gefühl habt, dass in den letzten Videos irgendwie die Videosequenzen verschwommen sind. Auf jeden Fall, Leute, Taste Test. Es ist so lecker. Also kann ich jetzt versprechen, es wird es bei mir auf jeden Fall öfter geben. Und ich esse das jetzt mal, setze mich jetzt mal richtig an den Tisch. Und dann, boah, ich bin richtig glücklich, probiert es unbedingt aus. Ich schreibe jetzt das genaue Rezept nochmal hier hin. So, wir waren jetzt ganz kurz noch beim Marktkauf, damit wir noch ein paar Snacks kaufen können, die für mich in meinen Portionsgrößen-Snack reinpassen. Und wir haben 2 Sachen gekauft. Es war so schwierig, was zu finden. Ich hatte so Lust auf Lebkuchen, aber es war so schwierig, Lebkuchen zu finden. Der einzige Lebkuchen, die es gab, mit Portionsding drauf, waren die. Und das ist die Portionsgröße, die da drauf steht. Es ist einfach so sad. Ich darf jetzt einfach wirklich nur einen dieser Lebkuchen essen. Leute, einen.
ja mal so traurig. Also. Und jetzt schreibt mir bitte in den Kommentaren. Bin nur ich so, dass ich finde, dass die Brezel davon am besten schmeckt? Ich weiß, dass voll viele immer sagen, die Brezeln schmecken nicht so gut, aber verstehe ich nicht. Ich finde, die Brezeln sind am geilsten. Aber ich packe die jetzt nach und nach aus. Deshalb gibt es heute einen Stern. Und dazu gibt es absolute Kindheit. Pombert in Ketchup-Style. Und davon ist eine Portion 30 Gramm. Seht ihr jetzt hier auch mal. Und eine Packung sind 75 Gramm. Also ich glaube, 30 Gramm ist hiervon jetzt auch gar nicht so wenig. Ich bin jetzt echt nur ein bisschen sad, weil ich einfach so richtig Bock hätte. So, also ich sag's euch ehrlich, ich habe auch manchmal Tage, da esse ich dann halt irgendwo, oh Gott, da esse ich dann irgendwo auch einfach mal die ganze Packung von diesen Dingern. Und auch die ganze Packung davon. Lol. Aber das sind jetzt 30 Gramm. Und ich würde sagen, wir testen jetzt mal, ob die immer noch so geil sind wie in der Kindheit. Die sind so lecker. Wirklich. Das ist einfach Kindheit. Daraus habt ihr jetzt gesehen. Ich habe halt so viele verschiedene Portionsgrößen euch gezeigt. Und ich sag's euch ehrlich, Portionsgrößen sind so ein Quatsch, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt die ganz essen würde und die ganz, hätte ich trotzdem noch nicht meinen Tagesbedarf gedeckt. Vielleicht hätte ich ja morgens und mittags weniger gegessen, aber trotzdem wäre es noch in der Menge. So. Und die Portionsgrößen sind immer so schwierig, weil einerseits weiß man ja nie, was die Person zu einer, sag ich mal, zu den anderen Tageszeiten gegessen hat. Und andererseits ist ja auch jede Person einfach individuell. Und ich glaube, viele triggert das dann auch, wenn sie denken, oh mein Gott, ich habe jetzt gerade 2 Portionen von irgendwas gegessen. Aber Leute, lasst euch davon nicht beeinflussen. Das ist wirklich einfach nur etwas, was da auf der Packung steht. Und es ist nichts, was ich irgendwie weiter beeinflussen sollte. Und ich esse jetzt auf jeden Fall noch meine Snacks und will sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.